Sklav werde ich dir verschaffen. Ich möchte ihre tödlichste Waffe kaufen. Reihe 6, neben den Kondolenzkarten. Hey, nehmen Sie sich in Acht, Annie Oakley. Ich brauche mich nicht in Acht zu nehmen, ich habe eine Waffe. Dann nehmen Sie bestimmt auch das Zubehörpaket. Halfter. Oh ja. Patronengurt. Wunderbar. Schalldämpfer. Verstärker. Oh. Spannungsbeschleuniger. Das Wort klingt fabelhaft. Und das braucht man, um Polizeihubschrauber abzuschießen. Nein, vielen Dank, sowas brauche ich nicht. Noch nicht. Her mit der Knarre! Tut mir leid, laut Gesetz ist eine 5-tägige Wartezeit vorgeschrieben. Wir müssen Ihre Personalien überprüfen. 5 Tage? Aber ich bin versessen darauf. Schluss jetzt! Ich würde Sie umlegen, wenn ich meine Waffe schon hätte. Ja, aber Sie haben sie noch nicht. Widerlicher, eingebildeter Pinsel. Spielt sich auf, nur weil er so viele Waffen hat. Ohne seine Waffen hätte ich dem gezeigt, was eine Hake ist. Und wenn ich endlich. Na, was ist? Haben Sie jetzt vielleicht eine Feuerwaffe für mich? Dann wollen wir mal sehen. Ihrer Akte nach zu urteilen, waren Sie vorübergehend mal in einer Irrenanstalt. Ja. Haben häufig Probleme mit Alkohol. Ja. Und haben Präsident Bush verprügelt. Den ehemaligen Präsidenten. Potenziell gefährlich? Das berechtigt Sie zum Besitz von 3 Handfeuerwaffen oder weniger. Juhu! Mach bitte die Augen zu, Marge. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. Okay. Und jetzt mach sie wieder auf. Das ist ein Revolver. Ist der nicht herrlich? Das ist der Abzug und den Lauf richtet man auf das Subjekt, das man umlegen will. Homer, ich verbinde.